So, wir haben 10:30 Uhr. Kleines Update. In den Kinderzimmern ist die komplette, was heißt in den Kinderzimmern? Also wirklich oben, ich hatte ja auch vieles im Flur und so weiter gehabt. Die komplette Deko ist weg von den Fenstern, im Flur, da saß ja auch jede Menge Zeugs auf der Treppe und so weiter, ist alles weg. Und dann habe ich gedacht, ich mache mich auch an dieses Fenster ran. Ja, da war ja auch eine Lichterkette. Ganz viel Klebezeugs. Ich muss mir auf jeden Fall nächste Woche mal, also das werde ich, glaube ich, nach Lias Geburtstag machen, einfach mal einen Tag Zeit nehmen. An irgendeinem Wochenende und die kompletten Fenster, die Rahmen, alles im kompletten Haus putzen. Ich weiß zwar nicht, ob das super viel Sinn macht, weil ich werde das wahrscheinlich dann im Frühjahr, wenn der harte Winter vorbei ist, nochmal machen müssen, aber die sind so dreckig, das darf man gar keinem zeigen. Also Katastrophe, wirklich absolute Katastrophe. Genau, und ich werde hier unten auch jetzt anfangen. Ich bin langsam so, ich liebe die Weihnachtsdeko, ich liebe sie wirklich, aber ich bin so langsam over it. Der Baum wird auf jeden Fall stehen bleiben. Das hier hinten wird auch stehen bleiben, weil wenn ich das jetzt alles abräume, hier habe ich weggemacht, weil wenn ich den jetzt wegräume, dann ist der leer und steht da doof rum, weil ich kann ihn ja nicht dahinstellen, wo er eigentlich hingehört. Oder auch so diese Girlande wird bleiben. Bis Freitag, Samstag werde ich das ja dann ungefähr wegmachen, weil wenn ich die Kugeln einmal wegmache, dann möchte ich die alle zusammen wegmachen, weil die können ja dann in ihre jeweiligen Boxen und genau. Aber ich werde das hier jetzt noch wegmachen. Ja, doch, Schatzi. Dann hier diese Lichterkette, vielleicht auch die Lichterkette an der Fensterfront. Mal gucken. Was ich jetzt auf jeden Fall, das lasse ich glaube ich auch noch. Sieht eigentlich gar, ich liebe das. Also beim Kamin, die Deko fand ich einfach so am genialsten und ich weiß auch nicht so richtig, was ich jetzt machen soll. Aber unsere ganzen Nikolaussäcke, ja genau, das an der Tür können wir auch wegmachen oder hier an der Tür oder die hier, das kann ich alles schon mal wegmachen. Weil den Baum abzubauen und das hier und so weiter, das wird schon genug Arbeit werden. Vor allen Dingen, weil ich dann nachher ja auch alles putzen muss. Deswegen werde ich jetzt die Tage immer mal wieder was wegräumen. Ich habe hier unsere Nikolaussöckchen weggemacht, weil die sind mir so auf den Keks gegangen. Die sehen zwar wunderschön aus, aber der Samo ist bei jeder Gelegenheit dabei, hier die Türen auf und zu machen. Man kann das ja hier auf und zu machen. Ich habe da übrigens nur Kerzen drin stehen. Und jedes Mal, wenn er das macht, und es passiert gefühlt 30 Mal am Tag, sind dann die Socken immer runtergefallen und immer unten dann Glitzer und überhaupt. Und es hat mich so genervt. Deswegen stehen jetzt schon mal ein paar Sachen. Die kommen alle nach oben, genauso wie der Typ hier, weil der nimmt sehr, sehr, sehr viel Platz in der Spielecke weg. Genau. Ja, ist auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen was passiert. Auf jeden Fall oben bei den Kids ist auf jeden Fall alles schon mal Roger. Also jetzt eigentlich nur noch hier unten. Und da taste ich mich einfach Tag für Tag so ein bisschen ran, bis am Ende der Woche dann alles weg sein soll. Genau. Jetzt wollte ich euch noch mal ein paar Sachen zeigen, die gerade gebracht wurden. Ich war gerade oben am Machen und am Tun. Oh mein Gott, und dann hat auf einmal der Postbote geklingelt. Ich bin runtergerast wie eine Irre. Weil es kam schon mal vor, dass ein Postbote geklingelt hat und war nicht schnell genug. Moment. Es kam nämlich auch schon vor, dass der Postbote geklingelt hat, ich oben am Machen und Tun war und ich nicht schnell genug unten war und er wieder verschwunden war. Und ich dachte mir immer, so, was heißt immer, ich glaube, es ist. Die Situation ist, glaube ich, nur einmal vorgekommen. Aber dachte ich mir auch so, oh mein Gott. Kannst du nicht mal 2 Sekunden warten? Ist ja nicht so, dass ich oben noch keine Ahnung was gemacht habe. Naja, egal. Es kam ein Päckchen für meine Schwester, ein paar Briefe, Werbung. Und es kamen jetzt schon mal die ersten Sachen für Lias seine Birthday Party. Und zwar sind das bunte Ballons. Ich habe verschiedene Ballons bestellt. Einmal einfach nur bunte Ballons. Nee, nicht bunte Ballons. Das sind Ballons, ich glaube, in grün, blau, rot. Also diese Paw Patrol Farben. Dann ein Ballon ist weiß mit schwarzen Tatzen drauf und einer nochmal mit Konfetti oder sowas. Und davon jede Menge, weil ich will ja die komplette Decke damit voll machen. Habe ich jede Menge Ballons bestellt, das, was ich gerade erzählt habe. Dann habe ich noch Ballons bestellt, wo eine 3 drauf ist. Dann jede Menge Heliumballons. Und das hier sind nochmal normale Luftballons. Da sind aber diese Paw Patrol-Hunde drauf. Also auf jedem Ballon ist einer von diesen Paw Patrol-Hunden drauf. Das ist auch irgendwie, ich glaube, so eine 30er-Packung oder sowas. I don't know. Wenn ich Lias
Dekoration gemacht habe, wenn die komplette Deko hängt, steht, liegt, whatever, dann werde ich das einmal wie immer für euch abfilmen und dann in diesem Vlog, wo ich euch die Deko einmal komplett zeige, die ganzen Sachen verlinken, weil es werden die nächsten Tage sehr, sehr, sehr viele Sachen eintrudeln, euch da immer einzeln alles zu verlinken. Ich glaube, es macht nicht Sinn. Ich glaube, es macht eher Sinn, wenn man das im Gesamtbild sieht und dann entscheiden kann, okay, das und das und das möchten wir für unsere Geburtstagsparty haben. Also, genau. Dann brauchte ich ganz, ganz dringend einen neuen Timeplaner. Ich habe noch überlegt, Bullet Journal. Ich habe ja diesen, den ich euch gestern gezeigt habe, der liegt ja immer hier. Der ist so für alles sozusagen. Da stehen im Kleinen, was heißt in dem Kleinen, in diesem länglichen, da stehen halt immer meine Kooperationen drin, dass ich auch so für mich so eine Wochenübersicht habe, falls ich mal nicht in meinen Terminkalender irgendwie reinschaue. Da stehen aber auch sowas wie Arztbesuche drin oder wenn irgendwas mit dem Kindergarten gewesen ist oder irgendetwas, Geburtstage von allen Freunden, Familienmitgliedern. Da steht halt sozusagen, das ist so dieser Allesplaner. Ich brauche aber einen, der auch für mich alleine ist, wo ich auch wirklich Buchhaltung drin mache, teilweise einfach so eine Übersicht komplett und so weiter und so fort. Und ich habe mir ganz, ganz lange Gedanken gemacht, wo ich einen bestelle und ich habe lange über Amazon geschaut und so weiter und ich habe mich letzten Endes wieder mal für einen Planer entschieden. Wollen wir den Rest rausdrücken? Von der Louisa Lyon. Gott, ich kann nie ihren Namen richtig aussprechen. Über sie bin ich damals zum Motto Everything Happens for a Reason gekommen. Ja, das ist einer der ersten Bloggerinnen, die verfolge ich schon seit so vielen Jahren, schon weitaus länger, als wie ich selber YouTube, Instagram und irgendwas mache. Und ich mache das ja mittlerweile auch seit einigen Jahren. Und sie hat vor einigen Jahren mittlerweile auch Terminkalender rausgebracht. Ich hatte schon mal einen von ihr, der war aber so gebunden. Das gibt's nämlich auch, also einfach gebunden. Ich wollte aber dieses Jahr unbedingt so einen Ringelkalender haben. Ich finde es einfach viel angenehmer, wirklich, dass man einmal komplett umblättern kann und schreiben kann. Und man, ich weiß auch nicht, ich finde es irgendwie angenehmer. Und ich wollte auch irgendwie hier so ein Band haben, um das zuzumachen, wenn ich irgendwas reinlege, dass nicht alles rausrutscht und so weiter. Also das waren so zwei Sachen, die ich unbedingt haben wollte. Ansonsten war es mir relativ in Anführungszeichen egal, ob es jetzt irgendwie was eine Verkleidung das eben hatte. Ich wollte halt unbedingt auf jeden Fall ein Hardcover haben. Es sollte nichts, was ich irgendwie knicken kann. Genau, also ich hatte bei Amazon vieles gefunden, aber teilweise sahen die dann hässlich aus. Oder sie hatten die gerade die Ringelkalender. Es gab keine schönen. Ich habe jetzt hier sowas ganz Simples. Wie gesagt, von der Luisa. Sie hat hier immer einen Löwen hinten drauf, weil sie von Sternzeichen Löwe ist. Und sie ist sehr Sternzeichen-obsessed. Hier hinten steht Eva. Das sind die Anfangsbuchstaben von Everything Happens for a Reason. Und hier vorne auf der Front, ganz schlicht und einfach, in einem wunderschönen Roségold, steht Everything Happens for a Reason 2021. Und es ist einfach nur perfekt. Das ist genau so, wie ich es wollte. Einfach dieses Hardcover, Ringel, dann etwas zum Festmachen, auch hier für einen Stift. Und ohne viel Schnickschnack, ohne irgendwie ein großartiges Design, pipapo. Aber trotzdem einfach so, ja, dass auch so mein Lebensmotto da drauf steht. Perfekter geht es überhaupt gar nicht. Und ja, der Inhalt ist natürlich auch super, super schön. Also das ist sie übrigens, zwar mit Karikatur, aber richtig schön. Ich zeige euch mal ein paar Einblicke. Also die ersten Seiten sind hier zum Beispiel Ziele. Finde ich auch immer mega. Dann sind hier zum Beispiel die Weltkarte, also nicht die komplette Weltkarte, aber hier ist zum Beispiel Europa drauf. Hier ist Deutschland mit drauf. Dann haben wir einmal, hier ist die komplette Weltkarte. Das ist so cool, da kann man auch dann ankreuzen, wo man schon gewesen ist, wo man hin möchte. Hier ist zum Beispiel Reiseziele. Sehr, 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 sehr nice. Die Traumseiten, auch sehr schön. Brief an mich selbst. Sternzeichen-Einführung. Also wie gesagt, sie ist schon sehr Sternzeichen-obsessed. Und da kann man jetzt hier einiges mit den Sternzeichen lernen, Horoskop und so weiter. Dann ist natürlich ein Jahresplaner mit dabei in verschiedenen Varianten. Quartalsziele, Rückblicke. Finanzcheck. Und das gibt es dann jeden Monat, dieses Quartalsziel, Rückblick und Finanzcheck. Dann fängt der Monat eben an.
bei jedem Monat natürlich Sternzeichen. Ich fand diese Wochenübersicht einfach super, super schön, dass man hier einfach wirklich für den einzelnen Tag hat man genug, um was einzutragen, aber man hat hier noch einiges To-Do-Felder. Das finde ich so cool. Und schaut mal, was sie hier geschrieben hat. Ich bin dankbar für, Leute, wie oft ich es predige. Ich bin dankbar für. Jede Woche kann man sich das aufschreiben oder sogar täglich. Also ich finde es so, so, so genial, weil dann weiß ich kann zum Beispiel hier am Montag meine Sachen reinschreiben, wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel Kooperationen oder Arzttermine oder. Und bei den To-Dos kann ich nochmal was Separates reinschreiben. Einkaufen gehen oder irgendwas bestellen oder keine Ahnung. Sehr schön. Das ist ein wunderschöner Kalender, der ist so perfekt aufgebaut. Also in meinen Augen wirklich für mich auf jeden Fall perfekt. Dieses Ding habe ich jetzt mal für mich besorgt. Ja. wir haben ja 2019 standesamtlich geheiratet. Wir haben von Anfang an gesagt, 2019 sind wir ja auch in dieses Haus gezogen, dass wir mindestens mal ein Jahr warten wollen, weil eine große Hochzeit zu schmeißen kostet richtig Asche. Man kann das Ganze natürlich auch günstig halten. Das ist in unserem Fall auf gar keinen Fall möglich. Wir haben viel zu viele Gäste und auch jeder hat ja andere Ansprüche. Der eine sagt, hey, es muss nicht so viel Deko sein. Der andere sagt, hey, es muss viel Deko sein und Flower und keine Ahnung was. Ich bin auf jeden Fall die zweitere Variante. Und ich habe immer gesagt, ich werde eine Hochzeit feiern, wenn ich mir das auch finanziell leisten kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir auf gar keinen Fall zu einer Bank gehen werden und einen Kredit aufnehmen werden für eine Hochzeit. Wir haben schon einen großen Kredit, was halt eben dieses Haus angeht. Und wir haben gesagt, hey, wir sparen, wir legen so lange zur Seite, bis wir sagen, okay, wir können uns jetzt unsere Traumhochzeit ganz normal finanzieren. Und man kriegt natürlich auch immer wieder, man kriegt ja wieder Geld zurück. Bei einer Hochzeit kriegt man ja meistens Geld geschenkt. Davon kann man dann was auch immer machen. Aber es ist auf gar keinen Fall geplant, dass wir einen Kredit nehmen, um eine Hochzeit zu finanzieren. Und ich weiß nicht, wie teuer es bei uns werden wird. Da bin ich noch ein bisschen planlos. Ich habe eine ungefähre Vorstellung, weil wir ja mal auf einer Hochzeit waren, bei ja auch im Prinzip Familienmitgliedern, ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. Und die war echt schön gewesen. Also die hatte eine schöne Location, schönes Essen. Ich würde noch mehr Deko machen. Das mit der Musik war in Ordnung und auch Kellner und so weiter, dass wirklich auch alles super organisiert ist. Und ich weiß, dass diese Hochzeit um die 30.000 Euro gekostet hat mit ungefähr 170 Gästen. So, da hat man so eine kleine Anpeilung. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal, wir haben hier bei uns im Ort, richtig genial, einen riesengroßen Saal. Und in diesem riesengroßen Saal kann man alles Mögliche buchen. Von irgendwie 100 Gästen bis zu 1000 Gästen. Oder sogar noch mehr, keine Ahnung. Also da ist alles Mögliche möglich. Und das sind so richtige, das ist so ein Saal. Kennt ihr diese krassen YouTube-Videos mit diesen krassen Hochzeiten? Solche Säle sind das, so richtig schön. Also da kann man alles auf einmal buchen vor Ort. Man kann den Saal buchen, man kann Personal buchen, die, ob es jetzt Essen austragen ist oder was auch immer. Also man kann halt das Personal buchen. Getränke kann man dort buchen, man kann dort Essen, Catering buchen, Licht, Musik, dann natürlich die Tische und alles Mögliche. Man kann dort wirklich alles, alles buchen. Das Einzige, was dann wahrscheinlich noch dazu kommt, ist sowas wie Deko oder Blumen und so weiter. Aber ansonsten kann man da so ein Komplettpaket draus machen. Und das wird mich natürlich mal interessieren, was das kostet. Da muss ich mich mal informieren. Ja, mein Schatz. Was es kostet für 100 Gäste, für 200 Gäste, für 300 Gäste, für 400 Gäste. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich nicht vor, so eine große Hochzeit zu feiern, muss ich ehrlich sagen. Für mich wäre 100 Gäste fein. Ich brauche das nicht so extrem groß. Ich habe es lieber in einem 100er Rahmen, dass ich aber meine perfekte Traumhochzeit habe, wo ich wirklich sage, ich verzichte auf nichts, als dass ich 500 Gäste einlade, wo ich die Hälfte überhaupt gar nicht kenne und dann aber auf Deko verzichte oder auf Blumen verzichte oder irgendwas, um einfach nicht das, also Preislimit komplett zu sprengen sozusagen.
Ja, genau, so viel die Informationen. Es steht nicht fest, ob wir nächstes Jahr heiraten werden. Dieses Jahr auf gar keinen Fall. Ich möchte einfach eine schöne Hochzeit haben mit allem Pipapo, was dazugehört. Ohne irgendwelche Masken, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und da ist es mir wirklich egal, ob ich noch 2 Jahre oder 3 Jahre warte. Völlig wurscht, es soll einfach die perfekte Hochzeit werden. Und genau, also da werde ich auf jeden Fall drauf warten, ohne irgendwie Corona-Gedanken zu haben. Das wird mich total irre machen, in der Kirche mit einer Maske zu stehen. Das geht gar nicht, das geht gar nicht, auch für Gäste und so weiter und so fort. Also ich möchte keine Hochzeitsbilder haben, wo irgendwie eine Maske drauf ist. Also bei aller Liebe. Ich kann mir das nicht vorstellen. Alle, die geheiratet haben dieses Jahr, fein, alles super. Jeder soll das für sich selbst entscheiden. Ich möchte aber auch nicht entscheiden müssen, lade ich die Tante jetzt ein oder nicht? Lade ich die Cousine ein oder nicht? Lade ich diese Freunde ein oder nicht? Nein. Wir werden definitiv heiraten. Erst heiraten, wenn das Corona-Thema komplett abgehakt ist. Das heißt, frühestens 2022. Genau. Ja, Schätzi. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich trotzdem rechtzeitig kümmern. Wenn ich merke, also ich habe mit meinem Mann letztens auch drüber gesprochen, wenn wir diesen Sommer merken, also in so einem guten halben Jahr, wenn wir merken, okay, mit Corona langsam regelt sich alles, es ist realistisch, eine große Hochzeit zu planen, auch in, man muss ja viele Sachen dann auch schon bezahlen und so weiter oder zumindest Anzahlungen leisten. Wenn es diesen Sommer irgendwie realistisch aussieht, es für nächsten Sommer zu planen, dann starten wir diesen Sommer mit der Planung unserer Hochzeit. Aber wirklich nur, wenn wir safe sind, dass es mit Corona alles klar geht. Genau. So. Und ich weiß auch nicht, ich habe diesen Hochzeitsplaner gesehen und ich fand den so cool. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, so Ringelgeschichten mag ich momentan total. Und wie schön ist dieses Cover, bitte? I like it. Und es war auch wirklich nicht teuer. Ich glaube, es hat um die 40 Euro gekostet. Keine Ahnung, ich verlinke es euch gerne mal. Ich kann euch auch den Timeplaner verlinken, falls den jetzt jemand interessiert hat. Auch hier ist so ein Gummi mit dabei. Und dann wirklich, es beginnt von Anfang an. Auch hier hat man richtig schön, um alles so lose Blätter reinzulegen. Die Hochzeit wird geplant von. Hier sind auch verschiedene Reiter, wo man direkt reinschauen kann. Ach, das ist ja cool. Bei jedem Reiter gibt es hier so eigene Taschen nochmal, dass man für die jeweiligen Reiter dann alles raussuchen kann. Das ist sehr, 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 sehr cool. Also hier von besprechen Sie Ihre Hochzeit mit Ihrem Partner ist da bis alles Mögliche drin. Also praktisch die eigenen Ideen, die man erst einmal hat. Dann das Wesentliche und Planzeit wäre der nächste Reiter. Da steht halt wirklich drinnen. Schaut mal hier, Trauzeugen, Trauzeuge, Brautjungfern, Brautführer heißt es. Ah, interessant, okay. Blumenmädchen, Ringträger, also das ist wirklich an alles gedacht. Gell? Das ist so ein Buch für Blöde, dass man nichts vergisst. Schaut mal, hier zum Beispiel Tipp, planen Sie 10% Ihres Budgets für unerwartete Ereignisse ein. Oh, das ist sehr, sehr, sehr genial. 2 riesengroße Seiten mit einem Budgetplaner. Da ist jede Kleinigkeit aufgelistet. Das ist cool. Hochzeits-Countdown. Da steht dann zum Beispiel 12 Monate vor der Hochzeit sollte man diese Sachen erledigen. 10 bis 11 Monate sollte man die Sachen erledigen. Und. Sehr, 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 sehr cool. Also es ist wirklich so ein Jahresplaner. Was kann man 2 Monate, was kann man 3 Monate vorher erledigen? Das ist so genial. Hier ist wirklich an alles gedacht. Hier sind sogar 2 freie Seiten. Da steht dann Tischordnung. Entscheiden Sie. Hier können Sie zusätzliche Tische eintragen und entscheiden, wo Ihre Gäste sitzen sollen. Weitere Notizen, To-Do-Liste, Location und Dienstleister. Das ist auch genial, dass man da wirklich an alles denkt. Die Wahl der Hochzeitslocation. Kosmetikbehandlung steht hier sogar, dass man eine Maniküre und eine Pediküre machen soll. Haarentfernung, Massage, sonstiges. Ja, Saru, was sagst du dazu? Das ist so cool. Also, ganz große Empfehlung. Finde ich absolut genial. Habe ich über Amazon bestellt. Wirklich für kleines Geld. Es sei denn, also an alle, die demnächst heiraten, es vorhaben für die Zukunft, speichert euch das dann gerne mal ab. Ich setze euch den Link unten rein. Es sei denn, ihr habt natürlich das nötige kleine Geld für einen Wedding Planner. Aber ich muss sagen,
Ich weiß gar nicht, was so ein Wedding Planner überhaupt kostet, so eine komplette Hochzeit über ein Jahr zu organisieren, zu planen, zu machen, zu tun. Ich glaube, sowas ist nicht günstig. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich bin ja selber so jemand, der sehr gerne plant, macht, tut, Angebote einholt, dann auch verhandelt. Also da bin ich echt wie auf so einem Bazar. Ich handle dann auch und generell, ich könnte, selbst wenn ich Millionärin wäre, wahrscheinlich niemals jemanden meine Hochzeit in die Hände legen und sagen, ja, organisier du mal alles. Kein Wedding Planner, der bespricht ja auch alles mit einem, also so ist es ja nicht. Aber ich weiß nicht, dieses selber raussuchen und schauen und vergleichen und machen und tun, das ist einfach so voll meins, voll meine Leidenschaft. Auch dann selber Inspos raussuchen und Sachen, keine Ahnung, Deko und Pipapo, keine Ahnung was. Also wie gesagt, ich würde es niemals abgeben. Aber da finde ich dann so ein wirkliches Buch, wo man sehen kann, okay, was muss ich noch machen, was fehlt noch. Von der Serviette bis zu keine Ahnung was, dass alles da drin steht, das finde ich mega genial und eine ganz, ganz große Hilfe für kleines Geld. Deswegen sehr, 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 sehr cool. Ich bin da drüber gestolpert und dachte mir, hey, bestell das, dann hast du schon mal eine Ahnung, kannst du schon mal ein paar Sachen reinschreiben, weil es fällt mir immer wieder was in die Hände, wo ich zum Beispiel, keine Ahnung, ob es jetzt Torte ist oder irgendwas, sehe auf Instagram zum Beispiel und ich vergesse das dann. Und man hat so viele Screenshots auf dem Handy, die man sich irgendwie mal vor 5 Jahren gemacht hat. Und da kann man wenigstens mal ein paar Sachen eintragen, dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Seite sehe mit richtig schönen Hochzeitstorten, dass ich den Instagram-Namen zum Beispiel dann da reinschreibe, dass ich weiß, okay, wenn es soweit ist, dann erkundige dich nochmal da auf der Seite oder. Also finde ich genial. Wow, wie lange kann man über ein Buch sprechen? Sodele, jetzt werde ich die letzten Weihnachtssachen, die jetzt hier auf der Treppe noch stehen, einmal hochräumen. Die stehen auch jetzt auch alle erst einmal bei Samu im Zimmer. Und Ende der Woche werde ich dann die ganzen Kisten rausholen und es dann nach und nach alles verräumen. Wir haben jetzt schon 11 Uhr, wow. So, kleiner Nachtrag, eben hat es gerade nochmal an der Tür geklingelt und ich habe es getan, Leute. Ich habe mir endlich eine elektrische Luftballonpumpe besorgt, weil das letzte Mal, ihr wisst ja noch, ich hatte tagelang Armschmerzen und so weiter. Das war sehr, sehr, sehr extrem und schlimm. Und weil ich diesmal ja auch so viele Luftballons wieder aufpusten möchte, diesmal gibt es eine elektrische Pumpe. Ja, dann werde ich jetzt diesen Karton dazu nutzen, da immer mal wieder seine Sachen reinzumachen. So, noch ein Päckchen ist heute gekommen. Da ist einmal das hier drin gewesen. Ganz wichtig, wir brauchen endlich mal für unseren Messerblock hier hinten einen Messerschärfer. Die haben wir jetzt wirklich eigentlich noch nie geschärft. Jetzt habe ich so langsam mal das Gefühl, die bräuchten das mal. Deswegen, ich hatte letztens so einen Testbericht gesehen. Ich glaube, bei Galileo war das. Da haben die verschiedene Sachen getestet. Und das hier hat wirklich gut abgeschnitten, dafür, dass es so günstig ist. Genau, deswegen ist das mitgekommen. Und alles andere ist für Lias seine Party. Ich habe hier einmal den Polizeihund, wie ihr sehen könnt, in XXXXL-Version, 137 cm. Das Ding war auch echt teuer. Ich hoffe, das sieht richtig gut aus, wenn es aufgepumpt ist. Dann habe ich hier solche Teile, die kann man von der, weil ich möchte ja von der Decke die ganzen Ballons runterhängen lassen, so wie auch bei Silvester. Und das hier sind auch solche Teile, die man von der Decke runterhängen lassen kann. Die möchte ich dann zwischen den ganzen Ballons runterhängen lassen. Da habe ich zwei so ähnliche Sets. Die hier noch. Genau, das sind diese Spiralen, die dann runterhängen mit diesen Hunden halt dran. Und da ist nochmal ein Happy Birthday Girlande mit dabei. Das war auch so ein größeres Set. Und hier sind diese Ballons, wo ich gesagt habe, einmal, ach nee, doch nicht grün, sondern gelb. Gelb, blau-rot. Das sind halt so die Haupthunde in Anführungszeichen. Dann hier mit diesen Tatzen. Und dann gibt es hier so durchsichtige, wo dann so Konfetti drin ist. Das haben die so eingeschweißt, eigentlich voll cool gemacht. Da sind nämlich 90 Ballons insgesamt drin. Genau, das ist alles heute noch gekommen. Hallo ihr Lieben, da melde ich mich nochmal. Wir haben jetzt 18.34 Uhr und ich bin gerade so vor 2-3 Minuten auf den IKEA-Parkplatz angekommen. Es ist richtig gut organisiert. Also da steht auch draußen, wo man hinfahren muss für dieses Click und Collect. Und ich bin jetzt hier in einer dieser Tiefgaragen. Aber jetzt mal Spaß beiseite, hier stehen locker 100 Autos. Und zwischen jedem Parkplatz ist ein Parkplatz frei. Und am Anfang des Parkplatzes steht eine Nummer. Also überall ist eigentlich ein D und dann eine Nummer. Ich bin jetzt bei der 34. Und da musste man eine Telefonnummer anrufen. Die steht auch auf diesem Plakat. Dann die Parkplatznummer angeben und die Bestellnummer.
Und dann wird einem die Ware zum Auto gebracht. Ja, ganz cool organisiert eigentlich. Allerdings meinte sie gerade zu mir am Telefon, ob ich schon die E-Mail bekommen habe, dass die Ware jetzt abgeholt werden kann. Ich habe gesagt, nö, habe ich nicht. Ich wusste davon auch nichts. Anscheinend, ich habe 2 E-Mails von denen bekommen, dass die Bestellung eingegangen ist, dass die Zahlung eingegangen ist. Keine Ahnung. Anscheinend hätte ich noch eine E-Mail jetzt bekommen müssen, wenn die Ware sozusagen abholbereit ist. Und ich habe zu ihr gesagt, nö, ich hatte mir ein Zeitfenster ja aussuchen dürfen und ich hatte mir 18 bis 19 Uhr ausgesucht. Ja, und ich bin gerade voll froh, dass ich nicht um Punkt 18 Uhr hier war. Ich war nämlich gerade noch beim DM gewesen, habe Gutscheine geholt. Und ich bin gerade echt froh, dass ich nicht Punkt 18 Uhr hier gewesen bin, weil dann hätte ich auf jeden Fall jetzt diese halbe Stunde warten müssen. Joa, bin mal gespannt, wann ich diese besagte E-Mail bekomme, beziehungsweise wann die Ware dann halt eben kommt. Ich hoffe, ich warte jetzt nicht zu lange, weil jetzt natürlich das Auto hier unten muss ausgestellt sein. Wir sind ja in der Tiefgarage, wobei ich sehe, dass einige ihre Autos trotzdem anhaben. Also es ist nämlich ziemlich kalt, wir haben 1 Grad. ja, ist jetzt zwar nicht so schlimm, wie wenn man draußen steht, aber es ist schon mollig warm, ist was anderes. Oh, nee. Das ist nicht, Entschuldigung. Oh Mann, Fehlalarm. Jetzt habe ich mich gerade schon gefreut, weil ich gesehen habe, ein Wagen kommt und der bleibt stehen hinter mir. Ich dachte, vielleicht sind es schon so ein paar Kleinigkeiten, weil meine Schwester noch ein paar andere Sachen bestellt hatte. Ich hatte halt Kisten bestellt und ja, auf jeden Fall war es jetzt gerade die falsche Ware. Aber die richtige Nummer, die richtige Parkplatznummer, nicht, dass meine Ware irgendwo landet. Jetzt hat er sich meine Ordernummer nochmal aufgeschrieben. Oh, kalt. Ich hoffe, dass es jetzt schnell geht, dass ich nicht zu lange warten muss und dass ich wieder nach Hause kann. Mir ist so kalt. Und dann kann ich nämlich, mein Video ist nämlich fertig geschnitten, hochgeladen. Ich muss jetzt nur noch alles bearbeiten, dass es online geht. Das wird heute aber auf jeden Fall noch passieren. Ja, ich habe weiterhin noch mal so ein paar Lichterketten abgemacht und so ein paar Deko-Sachen von Weihnachten habe ich noch weggeräumt. Ja, ansonsten heute war der Samu schon viel, viel, viel besser drauf als die letzten Tage, aber immer noch sehr, wie soll ich sagen, sehr anhänglich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal hochgelaufen bin und schnell mal ein paar der Weihnachtssachen dann weggebracht habe, nach oben schon mal geräumt habe, weil irgendwann ist die Treppe halt voll, hat er halt direkt angefangen zu meckern, ja. So, ich habe jetzt endlich meine Sachen bekommen, gerade eben. Es ist alles da, alles super vollständig. Und wir haben jetzt genau 19.25 Uhr. Ich habe jetzt ja seit 35 hier gewartet. Also fast eine Stunde. Mir ist arschkalt. Anders kann ich es echt nicht sagen. Es ist richtig, richtig kalt. Ich habe immer wieder mal kurz das Auto angemacht, dass die Sitzheizung ein bisschen angeht. Aber nach kurzer Zeit kam direkt eine Meldung von wegen, man muss da ja aufpassen, dass nicht am Ende das Auto nicht mehr angeht, weil man die Batterie leer gemacht hat. Deswegen, die meiste Zeit saß ich einfach so hier und mir ist wirklich kalt. Deswegen ab nach Hause ins Warme und ihr Lieben, bei euch melde ich mich morgen wieder. Also macht's gut, ciao, ciao.